schweres Zugunglück in Meckernich. Direkt am Bahnhof ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Zug gekommen. Laut ersten Angaben der Rettungskräfte vor Ort hat der LKW gefährliches Kaisergelb geladen. Dieser Gefahrenstoff wird als Unterwassersprengstoff eingesetzt. Momentan sind die Spezialisten von Feuerwehr und dem technischen Hilfswerk an der Einsatzstelle, um weitere Gefahren zu bannen. Außerdem rät die Feuerwehr, durch Lautsprecherdurchsagen die Fenster sowie Türen geschlossen zu halten. Achtung, Achtung, hier spricht Ihre Feuerwehr. Durch einen Unfall kommt es zu einer Schadstofffreisetzung. Bleiben Sie im Gebäude und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Auch ein Aufenthalt im Freien wird untersagt, bis die ersten Messungen vorliegen. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung soll jedoch nicht bestehen. Bei diesem Unglück wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch ein Kamerad der Feuerwehr Besten. Der Feuerwehrmann befindet sich schon wieder auf dem Weg der Besserung. Zu den anderen Verletzten konnte man uns noch keine Auskunft geben. Die Bahnstrecke bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde bereits eingerichtet. Wir werden Sie weiterhin auf den Laufenden halten.